Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Pina Atalay. Guten Abend. Wie hält es die katholische Kirche mit der Ehe und wie steht sie zur Familie? Da gibt es bislang eine klare Lehre. Ändert die sich jetzt? 3 Wochen haben die Bischöfe in Rom bei ihrer Synode zusammengesessen. Es ging für die katholischen Würdenträger nicht um Kleinigkeiten. Dürfen Geschiedene, die wieder heiraten, die Sakramente empfangen? Und sollen Homosexuelle nicht mehr ausgegrenzt werden? Keiner erwartet da eine komplette Kehrtwende des Vatikans, aber etwas moderner als bislang sollten die Ansichten schon werden, finden viele der Bischöfe. Andere sind strikt dagegen. Das Ergebnis der Diskussion ist bescheiden, aber es bleibt bemerkenswert, dass überhaupt darüber debattiert wurde. Mike Lingenfelser. Mit der Vespa zur Synode. Abt Jeremias ist einer von den Teilnehmern auf Reformkurs. Er will geschiedenen Katholiken, die dann einen neuen Partner geheiratet haben, einen Weg freimachen, um wieder zur Kommunion zugelassen zu werden. Dagegen gab es viel Widerstand von konservativen Kardinälen. Bis zuletzt ringen die 270 Synodenväter um jede Formulierung in ihrem Abschlussbericht und stimmen über jeden Absatz ab. Auch wenn von einer konkreten Zulassung wiederverheirateter Geschiedener zur Kommunion im Schlussdokument nur indirekt die Rede ist, der Vorschlag der Reformer, von Fall zu prüfen, setzt sich heute durch. Da hat im Grunde jetzt die Synode sich den Vorschlag der deutschen Gruppe zu eigen gemacht. Das heißt, einfach ernst zu nehmen, dass es da auch einen Weg der Abwägung im Einzelfall gibt, der sorgfältig und sicher nicht leichtfertig passieren kann, aber wo es tatsächlich möglich ist, im Forum Internum mit einem Beichtvater letztlich nochmal abzuwägen, was da wirklich los war. Insofern also ein Teilerfolg. Der Wiener Kardinal Schönborn hatte zwischen Konservativen und Reformern vermittelt, spricht am Abend von einer historischen Synode, sagt aber auch: Ich sage ganz offen, zum Thema Homosexualität wird man in diesem Dokument nicht viel finden. Da werden manche enttäuscht sein. Der Bericht betont aber, dass man mit Menschen unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung respektvoll umgehen müsse. Auch vermeidet der Text eine verurteilende Sprache. Dass wir nicht in die Versuchung geraten dürfen, uns auf den Stuhl des Mose zu setzen, wo man immer nur richtet und über andere urteilt. Die Bischöfe bleiben bei ihrer Position, dass die Familie aus Mann, Frau und Kindern die Keimzelle jeder Gesellschaft sei und dass man sie stärken müsse. Herausgekommen ist ein eher allgemein gehaltener Kompromiss, der hinter den Erwartungen mancher zurückbleibt, der aber dem Papst einigen Gestaltungsspielraum lässt, denn Franziskus hat das letzte Wort. Diese neue Kirche muss er nun erst aufbauen, denn es gibt eine Mehrheit von Bischöfen, die entweder konservativ sind oder auch mit bestem Gewissen Angst haben vor den Neuerungen. Nun muss der Papst aus den Vorschlägen der Bischöfe konkrete Reformschritte formulieren. Abt Jeremias hofft, dass Franziskus dies bald tun wird. Die Temperaturen auf dem Westbalkan liegen nachts teils um den Gefrierpunkt. Die tausenden Flüchtlinge dort sind der Kälte oft schonungslos ausgesetzt. Das hält sie aber nicht davon ab, weiterhin zu kommen. Meist aus Syrien, dem Kriegsland. Allein heute sollen 3000 Menschen die serbische Grenze nach Kroatien überquert haben. Und die Zahlen überholen sich schnell. So verwundert es nicht, dass die Länder der Westbalkanroute sich überfordert fühlen. Länder wie Serbien, Kroatien, Slowenien. Ihre Lösung der Krise lautet seit Wochen: weiterschieben. Menschen sowie Verantwortung. Till Rüger. Jeden Tag werden es mehr, die in Slowenien ankommen. Das kleine Land sieht sich überfordert und beschuldigt den Nachbarn Kroatien, die Flüchtlinge unkoordiniert an der Grenze abzusetzen. Kroatien wiederum wirft Serbien vor, die Menschen einfach ohne Rücksprache an die kroatische Grenze zu transportieren. Serbien kritisiert Ungarn, dass Orbáns Sperrzaun erst den Rückstau von Flüchtlingen in Serbien verursacht hätte. Und Mazedonien verurteilt Griechenland, dass es die Flüchtlinge ohne Registrierung durchlässt und damit den Menschen erst die Flucht nach Nordeuropa ermöglicht. Jedes der Länder sieht die Ursachen für das Chaos im Umgang mit den Menschen auf der Balkanroute beim anderen. Alle gemeinsam fordern sie aber mehr Geld und technische Unterstützung von der Europäischen Union. In Slowenien, dem kleinsten Land auf der Flüchtlingsroute,
sieht man die fehlende europäische Solidarität besonders kritisch. Solange wir keine gemeinsame Haltung haben und nicht besser zusammenarbeiten, werden wir kein wirklicher Verhandlungspartner in den Gesprächen, zum Beispiel mit der Türkei oder Syrien sein, und wir werden diese Krise niemals lösen. Eine gemeinsame Haltung der Balkanländer aber ist auch beim morgigen EU-Sondertreffen wohl kaum zu erwarten. So werden die Menschen weiter die beschwerliche Flucht auf sich nehmen, um irgendwie Schutz und Sicherheit in Deutschland zu finden. Ganz Europa steht vor der Frage, wie umgehen mit der Flüchtlingskrise. Morgen soll über einen 16-Punkte-Plan der EU-Kommission für die Balkanländer beraten werden. Christian Feld in Brüssel, was ist denn das Ziel dieses Papiers? Also zunächst geht es um diese ganz praktischen, drängenden Fragen. Welches Land auf der Balkanroute braucht Zelte, Decken oder Helfer? Das sollen die Länder ganz konkret melden. Insgesamt soll der Informationsaustausch untereinander besser werden. Aber das Papier der EU-Kommission ist auch ein Appell an mehr Zusammenarbeit und Solidarität. Die Länder sollen nicht einfach Flüchtlinge weiterschicken, ohne das mit dem Nachbarland abzusprechen. An einem gemeinsamen Vorgehen, wir haben es im Film gesehen, hat es in den letzten Tagen ja nun wahrlich gefehlt. Aber momentan ist es nur ein Vorschlag der EU-Kommission und darüber muss dann morgen konkret gesprochen werden. Ja, es gibt jetzt schon Kritik an den Vorschlägen. Wie groß sind denn die Chancen, dass man sich morgen auf etwas einigen kann? Also ich denke, zum Beispiel beheizte Zelte zu schicken, das sollte eine machbare Aufgabe sein. Tschechien hat da zum Beispiel schon Angebote gemacht. Aber schwieriger wird es eben bei den grundsätzlichen Fragen. Und das nicht erst seit diesem Wochenende. Wir haben zuletzt doch sehr stark erlebt, wie die Länder gegenseitig mit dem Finger aufeinander zeigen und sich beschuldigen zwischen Slowenien und Kroatien. Aber dann blicken viele zum Beispiel auch in Richtung Griechenland und sagen, warum schaffen die es nicht, diese Aufnahmezentren, diese Hotspots schneller in Betrieb zu bekommen? Da könnte das Treffen morgen eine Gelegenheit sein, vielleicht Griechenland dazu zu bewegen, mehr Hilfe von außen anzunehmen. Gleichzeitig gibt es ganz unterschiedliche Auffassungen, was solche Hotspots denn genau leisten sollen. Und die beschlossene Verteilung von 160.000 Flüchtlingen innerhalb der EU, die geht eher zäh voran. Von daher erwarte ich keine großen Lösungen auf die großen Fragen. Aber wenn man es schafft, etwas dagegen zu tun, dass Flüchtlinge durch eiskalte Flüsse laufen müssen, dann wäre ja schon was erreicht. Dankeschön, Christian Feld aus Brüssel. Ja, in der Diskussion über die Flüchtlingspolitik ist sich nicht nur Europa uneins. Auch innerhalb der CDU-CSU bleibt der Kurs umstritten. Mehr dazu in den Nachrichten mit Thorsten Schröder. Die CSU fordert in der Flüchtlingspolitik einen strengeren Kurs. Die Bundesregierung habe das Thema lange Zeit unterschätzt, sagte Parteichef Seehofer. Die Asylpolitik sei für die Union eine Existenzfrage. Es dürfe nicht zu einer Konkurrenz zwischen Flüchtlingen und sozial Schwachen kommen, denn das sei die Quelle für politischen Radikalismus. Eine Begrenzung der Zuwanderung, das hatte CSU-Chef Seehofer schon oft gefordert. Heute aber machte er das zu einer Schicksalsfrage der Union. Und dabei, so sagte er, gehe es nicht um einen Kampf gegen die Bundeskanzlerin. Mir geht es ausschließlich um eine Lösung des Problems. Denn wenn die Asylpolitik nicht korrigiert wird in Deutschland, meine Damen und Herren, geht dies an die Existenz von CDU und CSU. Die Kanzlerin reagierte darauf heute nicht. In ihrer wöchentlichen Videobotschaft referiert sie ganz nüchtern über Berufsausbildung für Flüchtlinge. Und ihr Innenminister besuchte erneut eine Flüchtlingseinrichtung, diesmal eine Kurzzeiterstaufnahmestelle, die in wenigen Tagen errichtet wurde. Hier ist improvisiert worden. Hier sind sehr schnell winterfeste Quartiere geschaffen worden. Der Aufbau geht noch weiter. Und das ist der Geist, in dem wir die Herausforderungen mit der Flüchtlingskrise lösen müssen. Die Zahl der Flüchtlinge auf der Balkanroute nimmt nicht ab. Aber immerhin, die Aufnahmeprozeduren in Deutschland funktionieren schon besser. Bundeswirtschaftsminister Gabriel hat sich mit drei großen Energiekonzernen darauf geeinigt, Braunkohlekraftwerke stillzulegen. RWE, Vattenfall und Mibrag werden von 2016 an Meiler im rheinischen Braunkohlerevier und in Ostdeutschland schrittweise vom Netz nehmen. Sie werden zunächst in eine Notfallreserve überführt und dann endgültig stillgelegt. Die Konzerne erhalten dafür in den kommenden 7 Jahren rund 1,6 Milliarden Euro Entschädigung. Die Vereinten Nationen feiern ihren 70. Geburtstag. 1945 war die UN-Charta, die Verfassung der Vereinten Nationen, in Kraft getreten. Sie verpflichtet die inzwischen 193 Mitgliedstaaten, sich für Frieden und Menschenrechte einzusetzen.
Zum Jubiläum leuchten heute weltweit mehr als 200 bekannte Gebäude und Sehenswürdigkeiten in Himmelblau. So auch das Opernhaus in Sydney und der schiefe Turm von Pisa. Der Hurrikan Patricia hat sich an der mexikanischen Küste deutlich abgeschwächt und weit weniger Schäden angerichtet als befürchtet. Er brachte dennoch starke Regenfälle und Überschwemmungen. Tausende Menschen hatten sich gestern vorsorglich in Sicherheit gebracht. Mit Windgeschwindigkeiten über dem Meer von bis zu 400 Kilometern pro Stunde war Patricia der stärkste jemals registrierte Hurrikan. Zum Sport und der Fußball-Bundesliga. Bei einer Torshow denken viele Fußballfans in letzter Zeit zuerst einmal an den FC Bayern München. Aber die Fans kommen in dieser Woche dabei nicht an Bayer Leverkusen vorbei. Katja Wunderlich. Es ist sensationell, was Bayer Leverkusen im Moment in Sachen Fußballunterhaltung zu bieten hat. Nach dem Krimi am Dienstag in der Champions League gegen den AS Rom, der nach einem spannenden Hin und Her mit 4:4 endete, legte das Team von Roger Schmidt heute gegen den VfB Stuttgart mit einem neuen Torspektakel noch einen drauf. Nach einem 1:3 Rückstand kämpfte sich die Werkself zurück und gewann hochverdient mit 4:3. Admir Mehmedi war der gefeierte Held in einem verrückten Fußballspiel. Zum zweiten Mal in dieser Woche schaffte Bayer 04 eine unglaubliche Aufholjagd. Wir haben eine riesengeile Truppe, eine richtige Moral. Aber wie gesagt, in Zukunft wollen wir das uns ersparen, dass wir so Spektakel bieten. Denn Leverkusen in den dunklen Trikots geriet in der zweiten Hälfte in Rückstand. Erst erzielte Harnik in der 50. Minute das 1:0 für die Stuttgarter. Nur 4 Minuten später erhöhte Didavi sogar auf 2:0 für den VfB. Das roch nach einer Vorentscheidung. Doch Karim Bellarabi ließ die Werkself wieder hoffen. Nur Sekunden nach seiner Einwechslung traf er zum 1:2 Anschlusstreffer. Die Freude darüber währte nicht lang. Rupp mit dem 3:1 für Stuttgart. Nach einer Stunde schien Bayer geschlagen. Wir haben natürlich so eine Spielweise, die den Gegner dann auch trotz einer klaren Führung in Verlegenheit bringt. Ob es jetzt AS Rom war am Dienstag oder auch heute VfB Stuttgart, uns dann in dieser Aufholjagd aufzuhalten, ist nicht so einfach. Wie schon am Dienstag in der Champions League startete Bayer eine Aufholjagd. Bönisch nur noch 2:3 und Chicharito mit dem 3:3 Ausgleich. Eine Minute vor dem regulären Ende krönte Admir Mehmedi dann Leverkusens Energieleistung. Bayer Leverkusen gewinnt 4:3 in einem denkwürdigen Spiel. Bayer Leverkusen hat also dem FC Bayern heute ein bisschen die Show gestohlen. Aber der Rekordmeister aus München darf an diesem 10. Spieltag seinen 10. Sieg in Folge feiern und gleichzeitig den 1000. Sieg in der Fußball-Bundesliga insgesamt. Das ist doch auch was. In der Champions League hat sich das Team von Pep Guardiola diese Woche bei Arsenal London mit der 0:2 Niederlage zwar nicht mit Ruhm bekleckert, aber nach diesem unterhaltsamen 4:0 Sieg gegen den 1. FC Köln dürfte das erstmal vergessen sein. Für den FC Bayern sind sogar Rekorde Normalität. Heute gilt es, den 1000. Bundesligasieg zu feiern. Hoch die Tassen. Ja, ist natürlich schön. Gerade wenn man so einen Rekord dann vor der Brust hat, möchte ihn natürlich so eine Mannschaft wie wir den auch haben. Und wir haben den 10. Sieg jetzt in Folge in der Liga auch geschafft und den 1000. Sieg für den Verein. Und das ist toll. Der FC Köln ist genau der richtige Gegner für die Rekordparty. Demütig und devot fügt sich der Gast seinem Schicksal. Das 1:0 durch einen Rückkehrer, Arjen Robben, trifft nach 8-wöchiger Verletzungspause zur Führung. Das 2. Saisontor für den Holländer. Ob über rechts oder links, der FC Bayern beherrscht die Kölner. Kingsley Coman ohne Gegner, Arturo Vidal 2:0. Ein Herbstspaziergang für die Münchner. Nach der Pause fällt Köln auch nichts Neues ein. Freistoß Costa, Kopfball Lewandowski, 3:0, das 13. Saisontor für den Polen. Kurz darauf fault Dominik Marot Lewandowski, Elfmeter für den FC Bayern. Und Thomas Müller setzt dem Schaulaufen die Krone auf, 4:0. Der FC Bayern kreist einsam über dem Rest der Liga. Der 1000. Sieg kommt bestimmt bald für den Rekordmeister. Die weiteren Ergebnisse. Hannover unterliegt Frankfurt 1:2. Mainz verliert gegen Bremen mit 1:3. Darmstadt gegen Wolfsburg 0:1. Ingolstadt Berlin 0:1. Bereits gestern gewann Hamburg in Hoffenheim mit 1:0. Morgen trifft dann noch Dortmund auf Augsburg und Mönchengladbach empfängt Schalke.
Die Tabelle klar an der Spitze Bayern München, deutlich abgeschlagen dahinter Dortmund, Schalke, Wolfsburg, Berlin und Leverkusen. Hamburg jetzt Neunter. Die zweite Hälfte beginnt mit Darmstadt, gefolgt von Mönchengladbach, Frankfurt und Mainz. Stuttgart zurzeit auf dem Relegationsplatz vor Hoffenheim und Schlusslicht Augsburg. Und damit zum Wintersport. Skirennfahrerin Viktoria Rebensburg hat die Weltcup-Saison mit Rang 6 beim Riesenslalom der Damen in Sölden begonnen. Traumhafte Bedingungen beim Auftakt des alpinen Skiweltcups im Tiroler Ötztal und ein überraschendes Ergebnis. Die Italienerin Federica Brignone feierte im Riesenslalom ihren ersten Weltcupsieg. Auf dem Rettenbach ferner oberhalb von Sölden zeigte sie starke Nerven, verteidigte im Finale ihren Vorsprung aus dem ersten Durchgang, gewann vor Michaela Schifrin aus den USA und der Liechtensteinerin Tina Weirather. Die einzige Deutsche im Finale, Viktoria Rebensburg aus Kreuth, belegte am Ende Rang 6. Vom sechsten Platz zu den sechs Richtigen. Hier sind die Lottozahlen. 4, 6, 18, 22, 29, 36 und die Superzahl, die 2. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Wer hat an der Uhr gedreht? Werden sich sicher morgen früh wieder viele fragen. Aber es wird nicht zu spät sein. Denn beglückt werden wir feststellen, da hat uns jemand was spendiert. Eine ganze Stunde Zeit. Wie nobel. Die Sommerzeit geht zu Ende, der Zeiger wandert zurück von 3 auf 2 Uhr. Doch was sind schon pure Zahlen, fragt sich. Was haben wir da geschenkt bekommen? Jenny Rieger über die Materie der so gar nicht materiellen Zeit. Zeit. Metronom unseres Lebens. Zeit haben, sich Zeit nehmen, ihn anhalten am liebsten den Augenblick, wenn die Zeit verrinnt, unaufhaltsam viel zu schnell. Wenn sie rast und wir mit ihr, mittendrin im Lauf der Zeit. Innehalten, zurückblicken, zurückdrehen, wie schön wäre das. Möglich nur einmal im Jahr, heute Nacht, die geschenkte Stunde, geschenkte Zeit. Denn schnell, viel zu schnell dreht sie sich weiter. Sekunde, Minute, Stunde. Ein Leben im Kreis. Wir im Strudel der Zeit. Wenn nicht, stopp. Zeit haben, sich Zeit nehmen. Die Zeit anhalten am liebsten, denn alles braucht, alles hat seine Zeit. Und jetzt schenken wir Sven Plöger ganze 2 Minuten für sein Wetter. Ja, Pina, leider nur 2 Minuten. Ich hätte gern heute einen 5-Minüter, denn ich habe was Spannendes noch mitgebracht vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, dem DLR. Und zwar geht es um das Thema Ozonloch. Und das ist in diesem Jahr wieder ungewöhnlich groß. 26 Millionen Quadratkilometer, das ist etwa die Fläche Nordamerikas. Es ist damit deutlich größer als im letzten Jahr und ist nur knapp unter dem bisherigen Rekord 2006. Was passiert da? In Schichten von 20 bis 50 Kilometer Höhe gibt es das Ozon und das schützt uns vor der gefährlichen UVB- und UVC-Strahlung. Und dieses Ozon ist im Moment kein Loch, aber es ist sehr ausgedünnt und zwar hier über der Antarktis. Die Animation zeigt das wunderbar. Sie können also quasi dieses Loch jetzt sehen. Und mit diesem Loch haben wir eben folgende Prognose. Das Loch kommt zustande durch unsere Fluorchlorkohlenwasserstoff. Und über die Chlorchemie, wenn dann die Sonne auf der Südhalbkugel aufgeht, geht es los. Dann wird das Ozon abgebaut, dieses schützende Ozon. Und die Prognose ist, dass sich dieses Ozonloch mehr und mehr zurückzieht. Aber das Interessante ist, und deswegen ist Erdbeobachtung so etwas Wichtiges, das Interessante ist, dass wir dieses Jahr ein sehr großes Loch haben, weil lange Zeit kam warme Luft aus den mittleren Breiten in die Region und dann ab Anfang September die eiskalte. So, jetzt müssen wir schnell aufs Wetter kommen. Das sah heute außerhalb des Nebels und der später aufziehenden Wolken verbreitet so aus. Also schön, morgen gibt es aber ein Frontensystem, das kommt heute Nacht mit Regen aus Westen an. Davor gibt es örtlich Nebel und Wolken, morgen früh meistens 4 bis 11 Grad, in bayerischen Hochtälern bis 0.
Der morgige Vormittag, der Regen ist in der Mitte zu finden. Von Norden wird es wieder freundlicher. Nachmittags im Süden immer noch schön. Dazwischen der leichte Regen und zumindest viele Wolken. Von Schleswig-Holstein dann prima. Und die Temperaturen, die erreichen meistens 11 bis im Südwesten sogar 17 Grad bei einem Wind aus Nordwest, der nach Norden zunimmt. Stärke 5 im Mittel. Die nächsten Tage schönes Herbstwetter. Sonne, Wolken und im Ruhrgebiet am Dienstag teilweise 20 Grad. Pina, der Oktober versucht also seine kalte Monatsmitte ein bisschen auszugleichen. Vielen Dank, Sven Plöger. Hier geht's jetzt weiter mit dem Wort zum Sonntag. Und gleich danach folgt eine neue Ausgabe von Inas Nacht. Die nächste Tagesschau meldet sich gegen 10 vor 2 und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin eine gute Nacht und schönes länger schlafen morgen.